In diesem Video habe ich eine richtig fette Neuigkeit für euch, denn die GoPro Hero 5 kann jetzt auch RAW-Fotos im Zeitraffer machen. Ich habe ein kleines kostenloses Bonusvideo für euch und eine Neuigkeit, die jetzt nicht mega brandaktuell ist, aber trotzdem sehr interessant und ich glaube, dass es das Video wert ist. Und zwar hat die GoPro Hero 5 ein neues Update bekommen für die Firmware und zwar Version 2.0. Wer die GoPro Hero 5 hat oder mein Review dazu gesehen hat, der weiß, dass man Einzelfotos nicht nur in JPEG, sondern auch in RAW schießen kann. Damals habe ich schon bemängelt, dass das Ganze nicht im Timelapse bzw. Zeitraffermodus geht und das ist jetzt in der neuen Version mit dazugekommen. Denn ab Version 2.0 geht das auch im Zeitraffer- und Nachtzeitraffer-Modus. Wo es noch nicht geht, ist es bei den Serienbildern. Da ist wahrscheinlich die Bildfrequenz einfach zu hoch und das Ganze kann nicht abgespeichert werden. Vielleicht wird daraus auch noch mal ein Firmware-Update gemacht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht das in Zeitraffer-Modus und das finde ich sehr, sehr geil, weil ich liebe es, Zeitraffer zu fotografieren und das hat mir so ein bisschen bisher gefehlt. Aber wechseln wir mal zu der GoPro. Und jetzt funktioniert das auch im Zeitraffer-Modus. Wir können hier reingehen, egal ob Zeitraffer-Foto oder Nachtzeitraffer. Einfach raufgehen, an der Seite rüber swipen und bis zu RAW-Format rüber swipen, aktivieren und schon kann man in RAW fotografieren. Wenn ich weiß, warum man in RAW fotografieren sollte oder warum ich das empfehle, ist ganz einfach, in RAW fotografiert ihr nicht in einem komprimierten Format. Somit habt ihr am Ende in der Nachbearbeitung viel mehr Möglichkeiten, Details und Strukturen und alles Mögliche am Bild rauszuholen und zu bearbeiten. Wer sich mit der Bearbeitung nicht auskennt bzw. das Ganze nicht nutzen möchte, der bleibt einfach bei JPEG, der Einfachheit halber. Wer sich damit ein bisschen besser auskennt und noch mehr Qualität aus seinen Bildern rausholen möchte, dem empfehle ich RAW. Was haltet ihr von der Neuerung? Nutzt ihr sowas überhaupt? Zeitraffer im RAW-Format aufnehmen? Würdet ihr sowas nutzen? Habt ihr das bisher genutzt an anderen Kameras? Postet es gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr stark interessieren und lasst uns gerne dort weiter diskutieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kurze und kostenlose Bonusvideo auch gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und wir sehen uns in ein paar Tagen schon wieder mit einem neuen Video. Bis dann.